Der namenlose Held ist auf seiner Erkundungstour über die Insel Faranga hinter dem Banditenlager angekommen. So, Telekinese eigentlich, oder? Ja. Obwohl das natürlich gefährlich ist, weil... Oh, 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 ein Oger. Ja, erstmal die Panzergrille, damit die mir nicht auch noch in den Rücken fällt. Was meint der Oger? Wieso soll ich die Panzergrille nicht wegmachen? Ist das ein Haustier? Würde ja passen. So. Panzergrille, Flügelstaub und Flügelstaub. Und noch eine. Na komm, die geht auch noch. Ruhe. Flügelstaub, jawohl. Hier ist eine große Vulkanhöhle, da gehe ich auch vorerst mal nicht rein. Weil es gibt noch genug andere Sachen zu entdecken. Zum Beispiel den Weg hinter diesem Oger. Hm. Hat er einen Namen? Nee. Tja. Ich weiß nicht, wie viele Feuerbälle der braucht. Leider kann ich gerade nur runterrennen zu Clay. Der mir dann möglicherweise wieder die Erfahrungspunkte klaut. Da reinzurennen ist aber auch keine Option, oder? Ah, mal schauen, vielleicht doch. Bumm. Ich brauche ja nur so eine Ecke, wo ich umdrehen kann. Und der Oger mich nicht erwischt mit seiner Keule. Und deswegen... Gehe ich doch mal ein kleines Stück hier in die Höhle rein. Beeren gibt's hier. Im Schatten. Das ist aber komisch. Und da oben ist eine Mana-Pflanze. Dass die hier am Eingang wächst, das will ich ja noch glauben. Also ich könnte hier hochrennen im Panikmodus gleich vor dem Oger und dann hier runterspringen. Das müsste gehen. Da drüben sind Kisten. Das schaue ich mir mal gerade noch an. Hier ist nichts, da wäre eine Leiche. Das gucke ich mir alles erst später an. Ist hier eine Truhe, die man öffnen kann? Nö. Gluck. So, dann Daumen drücken, der erste Oger. Wo ist er? Da. Bleib mal stehen. Bleib stehen. Gut. Ja, das fürchte ich auch. Ich habe zwar schon den Feuerball auf Stufe 5, aber man sieht ja, wie viele Feuerbälle der braucht. Und der hört gar nicht auf, mich zu verfolgen. Bleib doch mal stehen, Hase. Runter, runter und bitte ohne zu lange rumzueiern. Wo bist du, Oger? Da. Ach, das geht recht gut. Okay. Was für eine Leistung. Ich ahnte ja, dass der Oger nur einen Hieb braucht und jetzt weiß ich's auch. Ja, ich werde mal gerade den letzten Spielstand laden. Das war ja so ein Autospeichern. Und dann geht's gleich nochmal weiter zum nächsten Versuch. Und jetzt lieber Held. Feuern, 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 feuern. Oh. Jetzt weg. Der braucht doch mindestens 5 Feuerbälle, würde ich mal sagen. Oh, hier stehen Beeren, die muss ich wieder pflücken. Der Oger bleibt mir dicht auf den Fersen, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann ist er hinreichend verwirrt.
Oder? Ogre. Ja, zwei. Und weg, 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 weg. Sonst haut der Ogre den Helden wieder zu Brei. Dummdiddledei, aus dir mache ich Brei. Ach, das war was anderes. Das war Baldur's Gate, glaube ich. Weg, 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 weg. Einmal noch, das geht. Diese Ogerkeule packe ich mal ein. Vier rohes Fleisch und eine Pfanne. Und das waren viele Erfahrungspunkte, aber das ist nicht so wirklich einfach. Mit anderen Worten gefährlich. Gegner, die einen mit nur einem einzigen Schlag umhauen, sind echt übel. In jedem Spiel eigentlich. Also, ja, es geht irgendwie. Bären. Und dann geht's weiter. Telekinese erstmal. Mana-Pflanze ist hier, was ist da noch? Grünblatt, okay. So. Ja, ich bleibe erstmal beim Feuerball. Ich glaube, hier sind noch mehr Oger. Oder? Ja! Das war dumm von dir. Ja, das stimmt. Ich mach's immer wieder, tut mir leid. Lauf, 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 lauf. Gluck. Ogre, brüll bitte mal. Dann weiß ich, dass du kurz stehen bleibst. Ah. Runter. So, jetzt komm. Da musst du lang. Da kriegst du mindestens drei Feuerbälle ab. Schnell! Weg, 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 weg! Boah, da hat die Keule schon geschwungen. Eieiei. Ich möchte auch Clay jetzt nicht in Gefahr bringen. Zumindest nicht mehr als unbedingt nötig. Ogerkeule und 12 Gold und 2 Bier. Gluck. Und der nächste. Boah, ist gefährlich hier. Aber ich muss hier hinten lang. Ich habe irgendwie so in der Erinnerung, dass hier was Wichtiges versteckt ist. Und da wäre es ganz sinnvoll, die Ogre wegzukriegen. Da sind Ogre in der Höhle. Die lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Die guckt sich der Held morgen an. Es wird ja schon wieder Abend. Aber der da hinten, der muss noch weg. Dringend. Das war dumm von dir. Komm. Du kassierst 4. Ah, komm, weg. 5. Und dann einmal in die Höhle, wenden und zurück. Schnauze. Komm her. Einfach hinterher rennen. Kein Grund zum Brüllen. Zwei Feuerbälle noch. Lauf, 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 lauf. Nee. Komm du doch. Runter. Runter, 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 runter. Feuerball. Und dann. Da. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Bumm. Und wumm. Und ein Autospeicher. Nicht verkehrt. 21 Goldstücke und eine Ogerkeule. Gluck.
Und dann wieder da hinten hin. Ich hoffe, das war jetzt der letzte Oger, den ich unbedingt wegmachen muss. Also, an dem hier gerade noch laufenden Ingame-Tag. Am nächsten Tag sind auch die Oger da in der Höhle dran. Was finde ich hier? Eine Wichtelkappe und eine Beere oder ein Beerenstrauch. So, wie war das? Hier rauf. Pilz, Feuerball, sicher, sicher. Ah, hier ist nix. Heilkraut. Achso, nee, brauche ich nicht, aber ich muss hier hoch. Und da oben sind leider Wölfe. Das wird böse enden. Ja. Ich befürchte. Oh. Das ist gut. Ich konnte durch den Felsen schießen. Aber leider hilft das jetzt nicht mehr weiter. Ah, runter! Spring mal weg. Tja, Isegrims. Doof, wa? Ja, kommt ihr nur alle an die Kante. Mir so eine fiese Falle zu stellen, das habt ihr nicht besser verdient. Feuerball weg, waren das alle? Nee, ich glaube, die Kampfmusik läuft noch. Ah, da sehe ich was Böses. Aber wenn die auch an der Kante hängen bleiben, dann ist das ja gar nicht so verkehrt. Beziehungsweise sie kommen jetzt gar nicht, weil ich noch auf irgendeiner komischen Stelle stehe, von der sie glauben, dass sie nicht erreichen können. Nämlich genau hier irgendwie. Also ich stehe offenbar noch nicht so richtig offiziell auf diesem Absatz. Das ist natürlich böse jetzt, aber was soll ich sonst machen gegen so viele Wölfe, darunter zwei schwarze Wölfe. So, jetzt einen Schritt nach vorne gehen. Jetzt ist das wahrscheinlich anders. Oder? Nee. Kampfmusik aus. Jetzt werden Wolfsfälle abgezogen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und hier hinten. Sieben, acht, neun. Hier ist eine Heilpflanze und ich habe noch ein paar andere Sachen entdeckt. Beeren. Und eine Leiche. 24 Gold, ein rostiges Schwert und eine Schaufel. Und eine Truhe. Mit 15 Gold, einem kleinen Mana-Trank und einem Fläschchen. Und da drüben die nächste Leiche. Ein Ring, drei Fläschchen, einmal Kraut und ein Messer. Alles völlig unwichtig. Pilz und Mana-Pilz. Aber irgendwo hier gibt's doch was, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, genau. Ich hab's gesehen. Ich gehe einmal mit Telekinese hier rundherum. Hier ist noch ein Grünblatt. Und noch irgendwas. Eine Heldenkrone. Wäre schön. Ich habe noch gar keine Heldenkrone gefunden am heutigen Tag. Also hier in-game. Kommt aber vielleicht, denn bevor es ganz dunkel wird, da drüben. Also vielmehr hier. Hier gab es ja mal eine Brücke offensichtlich, die darüber führte. Die ist aber weg. Und da ist ein... Ah, da ist so einiges. Irgendwie ein Wasserfall und noch irgendwas. Also, einmal Glück und dann wird jetzt die letzte Levitationsspruchrolle benutzt, die ich noch habe. Hoffentlich reicht das. Moment mal. Ein Stück weiter kannst du noch vor. So, komm.
Das muss reichen. Und go. Immer schön geradeaus. Hier rüber. Runter. Feuerball. Schwarze Wölfe, auweia. Weg, 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 weg. Bumm. Lauf, Forrest, lauf. Weg, 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 weg. Nimm die Beine in die Hand. Einmal noch. Lass dich nicht totbeißen. Ah! Nein! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh! Ah, die kalten Füße hast du jetzt echt verdient. Eieieiei. Ja, also, diesen Absatz hier, den entdeckt man nur von da drüben und man kommt, glaube ich, auch nur von da drüben mit Levitation hier rüber. Und hier ist ein Grünblatt und eine Heldenkrone und noch ein toter schwarzer Wolf. Und da unten, das ist Robarts Bauernhof, so zur Orientierung. Und es gibt Rottwürmer im Sumpf, wie ich gerade feststelle. Ach so, das gefällt mir gar nicht. Nimm mal einen Trank. Gluck und Gluck. So. Beziehungsweise es wird dunkel, mach schon mal ein bisschen Licht. Und jetzt mit Telekinese hier mal rumschauen. Hier ist nämlich was Wichtiges versteckt, wenn ich mich richtig entsinne. Irgendwo. Ah, ich glaube da vorne. Ein Mana-Pilz ist hier und zwei Betten und eine Truhe mit, tada, der Rune der Levitation. Hurra! Leider kann ich die noch nicht benutzen, weil, benötigtes Siegel 2. Aber 12 Goldstücke, hier ist noch ein Ring des Axtkämpfers, kann verkauft werden. Eine Levitationsspruchrolle, das ist nett, und ein Bestienfell, sehr schön. Die Truhe hat sich mal gelohnt und jetzt muss ich mal sehen, dass der Held möglichst schnell noch ein paar Punkte Weisheit irgendwo herbekommt. Und damit er das nächste Siegel lernen kann. Und dann habe ich die Levitationsrune und dann muss ich nicht mehr haushalten mit irgendwelchen Levitationsspruchrollen, sondern kann immer, wenn ich glaube, irgendwo was entdeckt zu haben, hoch und drüber und runter levitieren. Reiselust gibt's hier. Was noch? Beeren, ganz wichtig für die Tränke der Magie. Mana-Pilz. Noch irgendwas? Hier. Ogerwurzel und Mana-Wurzel. Ja, sehr schön. Und es ist Abend. Das heißt, der Held dann geht wieder runter. Was heißt geht? Ich könnte jetzt die Levitationsspruchrolle verschwenden. Mache ich aber nicht, weil die Rune ist ja noch nicht einsatzbereit. Also kommt jetzt mal der Teleportstein zum Einsatz. Der Teleportstein zum Banditenlager. Hallihallo. Oh, das Licht geht weg. So, Licht. Das ist nicht nötig. Wie, das ist nicht nötig? Ach, das Licht ist noch da, ich sehe es bloß nicht. Wahrscheinlich ist das Licht da oben, wo ich mich wegteleportiert habe. Hihi. Ja, okay. Ich werde die letzte Levitationsspruchrolle jetzt verschwenden für das Dach hier oben. Denn da ist ja auch was versteckt. Also. Bitte einmal levitieren. Ah! Mann, oh Mann. So, was gibt's hier? Hier. Hier gibt's die Rune starke magische Heilung. Das war auch noch wichtig zu finden. Also zwei weitere Runen, auch wenn der Held die beide gar nicht anwenden kann im Moment. Dann hier mal rüberspringen, also zurückspringen. Das
Tut ein bisschen weh, aber ist egal. Und dann schaue ich nochmal nach der Schatztruhe im Banditenlager in dem einen Haus. Ob die jetzt günstig genug da irgendwo sitzen, dass ich da mal reinschleichen kann. Das wäre sehr schön, aber das sieht nicht so aus. Nee. Okay, dann hier bitte bis Mitternacht schlafen. So. Ach Leute. Habt ihr nichts zu tun? Geht doch mal bitte irgendwo hin. Moment mal. Ich will es nicht hören. Der geht jetzt weg. Wenn man sie anspricht, dann wechseln sie ja ihre Plätze. Ich weiß leider nicht, welche Truhe das ist, in die ich rein muss. Oder welches Haus. Was willst du? Was guckst du so? Die da ist das, glaube ich. Aber wenn ich hier schleiche, sieht das Wiesel doch. Damit hat er auf gar keinen Fall gerechnet. Ich habe auch noch anderes zu tun. Ja, so siehst du schon aus. Also ich kann hier erstmal Craig umdrehen. Wieso drehst du dich wieder zurück? Oh, das ist aber auch neu, oder? Im ersten Kapitel bist du dann so stehen geblieben. Wie gemein. Tja, Echse am Spieß. Ist eigentlich hier in der Hütte von Broga ein Herd? Nee. Dann gehe ich mal ans Feuer und schlage noch ein bisschen Zeit tot. Und es gibt Faranga Fried Chicken, 28. Und dann überlege ich mal, ob ich vielleicht mit der Nautilus-Verwandlung in die Hütte reinkrabbele. Ich hoffe, das geht. Oh, das ist jetzt dunkel. So, Jungs, ihr wollt es nicht anders. Ihr habt hier doof rumgestanden und steht immer noch doof rum. Man muss sich halt so hier reinkrabbeln. Aber hoffentlich sieht mich ja keiner. Was machst du jetzt? Du gehst weg, das ist gut. Da zu sitzen ist schlecht, du könntest... Ah, das ist alles nicht gut. Also Craig hinten sieht mich wahrscheinlich nicht, aber die anderen, ich weiß es nicht. Na, probier's mal aus. Noch sieht dich keiner schleichen. Komm schon. Und 95 Goldstücke, ein Knüppel und 14 Pfeile. Oh, ich hatte was Besseres erwartet irgendwie. Und als Nautilus rein und als Nautilus wieder raus. Komm schon. Und roll gleich mal rüber in die eigene Hütte. Ach, das geht gar nicht. Ja, dann komm. Zurückverwandeln. Oh, es ist finster. Aber das ist auch egal, weil jetzt geht's hier ins Bett und es wird geschlafen. Und zwar bis zum nächsten Morgen. Und damit ist das Video auch schon wieder zu Ende. Und weiter mit der Ogerhöhle oben hinter dem Banditenlager geht's dann im nächsten Video. Bis dahin.